Rinder nehmen die Umwelt anders wahr als wir Menschen. Dadurch kommt es oft zu kritischen Situationen bei der Arbeit mit den Rindern. Sie können bestimmte Dinge nicht sehen, die was für uns Menschen offensichtlich sind. Dadurch kommt es oft, wenn wir zum falschen Zeitpunkt antreiben, zu Stress bei den Rindern und sie reagieren dann panikartig. Das Bildungszentrum Echim in Deutschland hat eine Kuhbrille entwickelt, wo man die visuelle Wahrnehmung der Rinder simulieren kann. Eine Kamera, zwei Kameras, sind auf einer Virtual Reality Brille montiert. Sie zeichnen die Umgebung auf und schicken die Aufzeichnung an ein Notebook. Dort wird über eine Software der Film so verändert, dass man eben die Sicht der Rinder ansatzweise nachstellen kann. Diese veränderte Aufzeichnung wird dann an die Virtual Reality Brille wieder zurückgeschickt. Und wenn der Landwirt dann die Brille aufsetzt und durch den Stall geht, erlebt er ansatzweise, wie ein Rind die Umgebung wahrnimmt. Rinder haben im Vergleich zu Menschen ein sehr großes Gesichtsfeld. Das ergibt sich durch die Anatomie am Kopf und die Stellung der Augen am Schädel. Sie haben ein Gesichtsfeld von ca. 330 Grad um den Körper. Lediglich hinten ist ein kleiner toter Winkel. Ebenso ist durch die Stirnplatte vorn ein kleiner toter Winkel, wo es unmittelbar vor dem Kopf nicht gut sehen können. Das Flotzmaul und die Nasen verdeckt auch einen Teil der Sicht zum Boden. Das heißt, wenn Rinder den Kopf aufrecht halten oder wenn man es am Halfter führt, dann können sie vor einer am Boden nichts sehen. Das kommt vor allem dann zum Tragen, wenn sie über Hindernisse müssen, die was in weiterer Entfernung vor einer wahrnehmen, aber unmittelbar davor dann oder wenn sie davor stehen, nicht wahrnehmen können. Rinder haben eine verringerte Sehschärfe. Vor allem im großen seitlichen Gesichtsfeld und seitlichen Bereich sehen Rinder sehr unscharf. Lediglich vorn, einen schmalen Bereich, gibt es, wo Rinder schärfer sehen können. Das führt auch dazu, dass wenn hektische Bewegungen im seitlichen Bereich stattfinden, Rinder ganz leicht erschrecken können, weil sie im ersten Moment nicht beurteilen können, ob das eine Gefahr ist oder nicht. Im Vergleich zum Menschen können Rinder schlecht akkommodieren, das heißt, die Sehschärfe auf Nähe und Entfernung einstellen. Sie sehen vor allem im Nahbereich besser und im weiten Bereich oder in der Ferne schlechter. Feine Kontraste können von Rindern ebenso schlechter wahrgenommen werden. Das merkt man in der Praxis, dass sie flache Stufen, Bodenunebenheiten schlechter können. Sie können auch schwierig Stufenhöhen abschätzen, wenn sie über Stufe steigen müssen. Aufgrund der verdeckten Sicht des Flotzmauls und der Nase müssen sie immer den Kopf senken können, um Bodenunebenheiten erkennen zu können. Die Farbe Rot kann von Rindern nicht wahrgenommen werden, weil sie die Rezeptoren im Auge nicht haben, um die bestimmte Wellenlänge des roten Lichts wahrzunehmen. Besonders gut sehen sie aber Gelb-, Blau- und Grüntöne. Und vor allem sehr grelle Farben wie reflektierendes Gelb wird von Rindern sehr stark wahrgenommen. Das kann auch passieren, wenn jetzt hektische Bewegungen in Verbindung mit grellen Farben passieren, dass das Rinder sehr leicht in Panik versetzt. Rinder sind durch eine reflektierende Schicht im Auge sehr lichtempfindlich. Das hat in der Natur den Vorteil, dass sie in der Nacht bei sehr schwachem Licht auch noch Konturen oder Hell-Dunkel-Kontraste wahrnehmen können. Wenn aber ein normales Tageslicht ist, dann werden sie sehr leicht geblendet, vor allem wenn es starke Unterschiede zwischen hell und dunkel gibt. Rinder haben Probleme, wenn sie Bereiche von hell auf dunkel oder dunkel auf hell wechseln müssen. Das Rinderauge braucht 3 bis 5 Mal so lang wie ein Menschenauge, bis es an neue Lichtverhältnisse einstellt. Und das hat in der Praxis oft die Auswirkung, wenn man Rinder eben vom dunklen Bereich in einen hellen Bereich treibt, dass sie im ersten Moment geblendet sind. Der Mensch denkt dann, das Rind verweigert das Weitergehen und treibt an. Das Rind sieht aber in dem Moment nichts. Und während das Rind braucht oder Zeit braucht, bis sie das Auge umstellt und adaptiert an die neuen Lichtverhältnisse, der Mensch aber Druck macht, baut er beim Rind großen Stress auf. Ebenso werden nasse Oberflächen am Boden von den Rindern als dunkel oder schwarz wahrgenommen. Das heißt, wenn Rinder solche Stellen betreten, wissen sie nicht, wie tief das ist. Sie brauchen auch wieder Zeit, sich an sowas zu gewöhnen. Vor allem, wenn solche Bereiche das erste Mal betreten werden. Wenn der Rind jetzt jeden Tag über diese Stelle geht,
dann merkt sich das Rind das und vertraut der Stelle und kann das auch so betreten. Hindernisse am Boden, so wie Rinnen oder Rigole bei Tore, werden von Rindern nur als schwarze Furchen oder schwarze Rinnen wahrgenommen und sie können nicht abschätzen, wie tief das ist. Das hat eine Wirkung auf die Rinder wie Weideroste. Weideroste werden vor allem durch die Hell-Dunkel-Kontraste nicht betreten, weil Rinder eben das nicht abschätzen können. Und solche Stellen können für Rinder große Hindernisse sein. Sie brauchen auch viel Zeit, um das zu untersuchen. Da ist wieder notwendig, dass sie den Kopf zum Boden senken können. Oder man deckt von vornherein diese Hindernisse ab. Um die Arbeit mit den Rindern zu erleichtern, ist es wichtig, die Wahrnehmung der Rinder zu berücksichtigen oder das Umfeld dementsprechend anzupassen. Besonders bei wechselnden Lichtverhältnissen ist es wichtig, genügend Zeit zu geben oder die Lichtverhältnisse von hell auf dunkel oder dunkel auf hell anzupassen und gleich zu machen. Dadurch können von vornherein viel gefährliche Situationen entschärft werden und das Verletzungsrisiko für Mensch und Tier stark gesenkt werden.